Leute, willkommen in Merlin-Flynn. Und heute werde ich euch zeigen ein Blog-Video und ich werde euch einen Room-Tour machen. Also ja, und diese Frage war von einer Abonnentin oder einem Abonnenten. Also ja, und was ich euch sagen wollte, ist, ich werde diese Sache also hier machen. Ich werde diese Frage beantworten. Nicht wirklich eine Frage. Ich werde das machen, eine Blogtour. Ich werde es machen. Okay? Also, hier in meinem Zimmer hängt am meisten meine Katze Lux hier und meine Katze Olli, die gerade schläft. Und wenn ihr echte Retro-Fans seid wie mich, weil ich total freake, dann habt ihr sicher die Sega Master System, das Nintendo GameCube, die SNES, die Nintendo 64 und mehr! Die Kamera ist scheiße. Also hier habe ich meine ganz imaginierten Serie-Dinger gemacht. Hier ist Merlin TV, die Filme hier. Das ist die USA-Version, natürlich funktioniert die nicht. Nein, normalen Ding. Und hier habe ich die ganzen Stations und so. Hier habe ich Musik. Und hier sind die SNES-Spiele, die ich habe. Ich habe Donkey Kong Country, Mario All-Stars, Super Mario World, ein echt seltenes Spiel für heute. Lux Blue, SNES. Das war natürlich Pac-Man World, aber leider hat es nicht funktioniert, deswegen habe ich einfach nur das hier immer. Das ist auch ein, das nicht funktioniert. Super Adventure Island. Das ist Super Mario Kart. The Legend of Zelda, Link to the Past. Und ich habe das seltenste Spiel, das allerseltenste Spiel der ganzen Welt. Yoshi's Story. Für einen Weg ist das Spiel scheiße und es ist nur 19,99 Euro, weil es so scheiße ist. Aber normalerweise ist es für 900 Euro wert, weil das ist super selten. Und ich habe es. Natürlich haben das alle gegeben da in der Store, weil es alles so scheiße ist. Das hier ist, die hier sind für die Nintendo 64. Ich habe nur drei. Das Mario Kart 64. Yoshi's Story, das ist ein super seltenes Spiel. Ich habe Yoshi's Island hier, spiele ich. Super Mario World 2, Yoshi's Island. Und hier habe ich Super Mario 64. Ich liebe das Spiel. Das ist in der Nintendo 64. Und das ist eine echt seltene Art von der Nintendo 64. Die blaue, die ist total selten. Was tust du? Was tust du, Lux? Willst du einen Hallo Master angucken? Hey Lux? Was guckst du denn so? Ne Schnubbel? Hier haben wir den Nintendo GameCube. Finde ich voll cool, dass der ein Cube ist. Aber Grafik voll scheiße in den Nintendo GameCube. Jetzt, das ist aber ein echtes 3D-Spiele. Weil die anderen Nintendo 64 ist eigentlich, die 3D sind mit Pixels gemacht, glaube ich. Also es war noch immer nicht die 3D. Und die echte 3D war Nintendo GameCube. Und die wahre echte 3D war eigentlich scheiße. Also ja. Aber das ist nicht alles. Ich habe auch tausende von GameCube-Spiele. Hier habe ich meine eigenen Spiele. Paper Merlin 3. Merlin Super Party. Was habe ich denn noch? Ist das alles? Oh, come on, ihr könnt mehr machen. Mario Party 4. Merlin Party 4. Und hier habe ich die Xbox One Spiele. Und das ist ein Spiel, das ich zu Musik verwandeln will, weil das mag ich gar nicht. Was kann ich euch noch zeigen? Oh ja,
Hier sind meine zwei Kratzbäume. Das hier, das größte. Das hier. Das hier hat meine Katze Lux in seinen Geburtstag verdient. Der 1. Juli ist sein Geburtstag, das Schnürgeldi. Ja, und...